Hallo und willkommen zu einem vielleicht interessanten Thema. Haben Sie schon mal den Ausdruck Bettgeher gehört? Mein heutiges YouTube handelt von Bettgeher zur Anlegerwohnung. Ein Bettgeher, das war bei uns in Wien jemand, der zum Beispiel in der Nacht arbeitete und dann an seine Adresse ein Bett vorfand. Es gab aber jeweils zwei, die dieses Bett nutzten. Einer von 6 bis 6 am Abend. Und andere von 6 am Abend bis 6 in der Früh. Meistens waren in einem Raum von 25 Quadratmeter 7 Betten. Das heißt, man konnte sich ausrechnen, wie hoch der Komfort war. Stellen Sie sich gar nicht vor, wie es in Wien gestunken hat. Es gab 40.000 Pferde und das Waschen war nicht so angesagt. Endlich, nach dem Ersten Weltkrieg, kamen dann die berühmten Basenas auf. Das sind Waschbecken, die sich am Gang befanden und man musste nicht mehr in den Hof gehen, um sein Wasser zu holen. Man konnte in der Basena praktisch sein frisches Leitungswasser holen. Und dass die Wasserqualität in Wien immer eine sehr hohe war, das wissen wir heute auch noch. Denn schon in der Römerzeit war es üblich, dass man vom Hochschwabgebiet, übrigens das sind Wiener Stadtteile, das Wasser bis nach Wien gebracht hat. So war Wien eine Stadt mit Hochquellwasser. Das hat aber den armen Bettgehern gar nichts gebracht, die zusammengepfercht wohnen mussten. Im Winter Heizung gab es nicht. Im Winter musste man eventuell in den Wienerwald gehen, sich dort Äste zusammensammeln und dann konnte man, wenn man das Glück hatte, einen Ofen zu haben, den damit betreiben. Gescheiter war es, aneinander zu kuscheln und das war auch billiger und nicht so unangenehm. Was hat sich seitdem verändert? Praktisch alles. Stadt Wien sei es Dank, dass wir die ersten Gemeindebauten hatten, das waren Häuser für Mieter, in denen es Grünflächen gab. Ja, den Luxus eines WCs, das man zwar mit anderen und am Gang teilen musste, gab es auch. Aber man hatte sogar an Waschgelegenheiten gedacht. Ein Etagenbad war nicht ein Bad, das so groß wie eine Etage war, sondern diente zur Versorgung sämtlicher auf dieser Etage lebenden Mieter. Alles das hat sich strukturell natürlich gewandelt. Heute in einer Anlegerwohnung ohne einer eigenen Wassertoilette. Ach ja, ich habe noch vergessen, das waren Plumpsklos. Die gingen rein mit der Schwerkraft und nicht mit Wasser zu betreiben. Heute ohne WC, Bad, Küche, einen Garagenplatz im Haus ist keiner mehr glücklich. Wenn Sie jetzt noch bedenken, dass man Anfang der Jahrhundertwende oder um 1900 herum etwa 60% seines Einkommens für die Miete zahlen musste, dann muss man sagen, relativiert sich ein bisschen die Aussage, die immer getroffen wird, dass das Mieten so teuer geworden ist. Schließlich hat man ja heute einen Standard, von dem man nur träumen kann. Vielleicht sollten sich das Politiker überlegen, die immer an eine Beschränkung der Miethöhe denken. Ich bin der Meinung, dass es nicht gut ist, wenn man den Vermietern sagt, sie dürfen nicht höhere Mieten verlangen. Nein, man sollte vielmehr schauen, dass jeder Mensch sich sein Eigentum leisten kann, das belastbar ist und das frei in der Gestaltung ist. Weil dann haben wir die beste Situation, die es gibt. Ein rares Gut wird auf die Bevölkerung aufgeteilt. Ein rares Gut wie Wohnungen. Und damit werden allen geholfen. Die einen, die in der eigenen Wohnung leben und nicht mehr Miete zahlen müssten. Die anderen, die die Miete brauchen, weil sie nur kurzfristig hier sind. Und die dritten, die Makler, wie wir, die nicht die ganze Zeit als die Bösen dastehen. Tschüss!